Servus beieinander. Der Johann Barse ist da. Wollt ihr eure Lieben einmal überraschen? So auf die Nacht mit einem Snack oder ihr braucht schnell was. Ziegenfrischkäse. Aber dass er nicht so eintönig schmeckt, zeige ich euch, was man da drauf tun kann. Zum Beispiel habe ich hier Kokosblütensirup mit ein bisschen Honig. Da tun wir Nüsse rein. Ein kleines bisschen Zimt. Dann habe ich da einen schönen Blütenhonig. Da tun wir ein bisschen Vanille rein. Und Trockenfrüchte. Getrocknete Aprikosen, kandierte Äpfel, Ananas, Erdbeeren. Ihr könnt auch Zitrone rein tun. Aber jetzt sehen wir uns. Okay, oder er macht es mit Olivenöl. Boom. Petersilie. Oder wenn ihr auch noch habt, ein bisschen Basilikum. Ein paar rosa Pfefferkörner. Salzkapern. So, da lang. Da ein schönes frisch gebackenes Brot dazu. Ist das nicht schön bunt und das schmeckt also. Und schon ist der Ziegenkäse nicht mehr so einsilbig, sondern ja, so eine ganze Melodie. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und immer aufpassen, was es Neues gibt. Servus beieinander.